Eigentlich ist das Ende des Universums noch lange nicht absehbar. Es dehnt sich immer weiter aus. Bisher war vermutet worden, dass es so langsam aber sicher stirbt. Den Sternen geht der Brennstoff aus und irgendwann wird es so kalt, dass sich nichts mehr bewegt. Jetzt sagt aber ein Forschungsteam der Harvard University ein anderes Ende voraus. Ein einziges instabiles Higgs-Boson wird das Universum zerstören. Und diese Zerstörung könnte schon begonnen haben. Jetzt bei Klicks von Science & Fiction. Herzlich willkommen. Ja, das Universum dehnt sich immer weiter aus und was für die Forschung wirklich verblüffend ist, diese Ausdehnung wird immer schneller. Vermutet wird als Grund die dunkle Energie. 13,8 Milliarden Jahre ist unser Universum alt. Bereits in 10 Milliarden Jahren wird von der Erde aus kaum noch eine Galaxie zu sehen sein. Sie sind dann einfach zu weit weg. Schon heute sterben Sterne und es werden immer mehr, bis sie alle kleine, nur noch schwach schimmernde weiße Zwerge oder eben schwarze Löcher sind. Es wird dunkel. So war bisher die Vorstellung vom Ende des Universums. Doch wahrscheinlich passiert etwas anderes, hat jetzt ein Forschungsteam der Harvard University herausgefunden. Das Ergebnis ihrer Studie, ein einziges instabiles Higgs-Boson wird zu einer riesigen Kettenreaktion führen, die das gesamte Universum zerstören wird. Eine riesige Explosion. Das Higgs-Boson ist das Teilchen, das allen Teilchen erst die Masse verleiht, also ein ziemlich entscheidendes Elementarteilchen. Erst 2012 wurde es am LHC, dem Large Hadron Collider, dem riesigen Teilchenbeschleuniger in Genf gefunden. Es hat selbst eine ziemlich große Masse und zwar so groß wie zwei Eisenatome. Ihrer Studie nach ändert ein einziges Higgs-Boson in diesem Prozess seine Masse und wird damit destabilisiert. In der Folge ergreift eine riesige Explosion das Weltall und es wird quasi in einem zweiten Urknall zerstört. Irgendwo in der gekrümmten Raumzeit um ein schwarzes Loch kann dieser Prozess seinen Anfang nehmen. In diesen extrem seltsamen Regionen können Teilchen in ihrer Interaktion auch sehr extrem beeinflusst werden, was die Veränderung der Masse eines Higgs-Bosons zur Folge haben könnte. Und es könnte schon begonnen haben, nur sei das Higgs-Boson dann so weit entfernt, dass wir es nicht feststellen können. Zitat: Es sieht aus, als wenn wir genau an der Kante zwischen einem stabilen und einem instabilen Universum wären. Wir sind eben an einem Punkt, an dem das Universum sehr lange existieren kann, aber irgendwann ein großer Knall kommt. Das sagte der Physiker Joseph Lücken vom Fermi National Accelerator Labs der Sun. Er war nicht an der Studie beteiligt. Aber auch die Forschungsgruppe gibt Entwarnung. Auch wenn das Higgs-Boson bereits instabil geworden sein könnte, rechnen sie mit dem daraus resultierenden Knall in einer wirklich sehr, sehr weit entfernten Zeit, wenn das Universum bereits unendlich viel länger schon kalt und tot ist. In Achtung, 10 hoch 139 Jahren, dafür gibt es ein Wort, das sind 10 Tresvigintillionen. Eine Zahl mit 139 Nullen, eine Milliarde hat 9 Nullen. Es ist also unvorstellbar lange noch hin. Und sie haben auch ein Mindestalter des Universums berechnet, 10 hoch 58 Jahre. Das sind, leichter auszusprechen, 10 Nonilliarden. Auch das ist unvorstellbar lange in die Zukunft. Wenn ihr bis dahin hier bei Klicksum nichts verpassen wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Und zum Beginn dieses Beitritts zur WhatsApp-Community habe ich noch ein kleines Geschenk für euch. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genauen Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, dafür auch draufklicken, gab es keinen Urknall. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.